Hallo und herzlich willkommen zurück bei Gollum. Wir befinden uns derzeit in Tanduils Garten. Ich wollte eigentlich in der letzten Folge noch gar nicht aus seinem Gemächern raus, aber ich musste. Irgendwie war die Tür plötzlich auf. Ja, wir gucken mal. Also, wir können da unten hin, der dreht sich jetzt wegfallen lassen. Oh oh. Oh, da stand ja einer. Das machen wir nicht nochmal, klar? Ja, okay, setzchen auf. Ach, unsere Augen. Da ist ja Tranduil und nicht Tandruil. Die Anordnung der Buchstaben verwirrt mich manchmal ein wenig. Also, wir können hier hoch oder wir können hier runter. Darunter sind wir gestorben. Ist aber echt ein schöner Garten. Mich würde mal interessieren, wie das... Ich glaube, es gab so eine... Das war nicht so geplant. Eine etwas bösere Version oder von nicht... Oh oh, ich wollte eigentlich gar nicht da runter. Okay, jetzt sind wir halt hier. Oh ja, ist doch okay. Jetzt brauchst du nicht so krass zu sein, Musik. So. Speichert. Wie das Auenland und hier alles aussieht. Oh oh. Ich wollte gerade sagen, es wäre wahrscheinlich am besten, wenn wir ihm folgen einfach. Also das Ende des Mühlgefälls. Und doch sind wir dazu bestimmt, niemals Ruhe zu finden. Wie der Herbst, der von Schatten zu Schatten schwindet und fällt. Wir sehen uns nach den Gestaden Valinors, bis unsere Gedanken trübe werden und die Sterne bloße Erinnerung an stilles Glück. Oh oh. Ha, das war gar nicht so schlecht. Ich danke dir. Jetzt brauche ich nur noch einen Anfang. Oh. Du siehst mich nicht. Wisst ihr, an was mich die erinnern? Kennt ihr noch Spellforce? Frei herum, irgendwo hier. Findet ihn, aber tut ihm nichts zuleide. Ja, mein König. Du hast ihn gehört. Sieh dich um. Ich werde es den anderen sagen. Oh Gott. Und da sahen die Elfen oder... Ach, der Turm da. Keine garstigen Elben. Oh, ja, ein schöner Turm. Da sahen die auch so aus, die Elfen. Och, Gollum, Mann. Sei mal nicht so. Diese langen Dinger sehen aus wie die, die ich immer bei Forspoken sammle. Die langen Blümchen. Oh, oh, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Hallo. Wie konnte mich der jetzt sehen, ey? Wundert mich jetzt aber richtig. Bin ich.
Guck nicht so. Nichts. So, wo ist denn das Girl? Ach, da. Fallen lassen? Oh, da hängt ja was. Okay, jetzt geht's. Vorsichtig, der Fluss fließt schnell. Ach ja, das habe ich auch gesehen. Du bist ja richtige Blitzmerkerin, ey. Krass. Sie hört sich von der Synchro her echt an wie die Claire von Modern Family. Ach, da drüben sind bestimmt Snacks. Naja, egal. Okay, ich will wissen, was da ist. Okay, ich komme nicht mehr hoch. Wir können doch nicht wissen, was da ist. Fallen lassen? Eieiei. Er ist zu weit voraus. Wir waren gerade beim Meter weg. Wir müssen jetzt hier wieder hoch. Ach da. Wir holen erstmal was zu essen aus unserem Schlüpper und essen das mal. So. Nee, hier kann man nicht hoch, auf jeden Fall. Ist hier ein Loch irgendwo? Kommen wir hier weiter? Komme ich hier hin? Warum kann ich hier sein? Aha. Okay. Wir sind zu weit voraus. Kleine flinke Beinchen haben wir. Haha, Edgebärchen. Hinten gibt es natürlich nichts. Okay, wo ist hier jemand? Hä? Wo bist du? Ich bin's. Ich bin's nur.
Mel, der König, er weiß es. Er weiß alles. Hör auf zu zischeln. Wo bist du? Sprich mit mir. Wir sind hier. Ui. Berg ansehen. Der einsame Berg. Der sieht freundlich aus. Nicht wahr, mein Schatz? Aber wir haben ihn nicht gefunden. Der hinterhältige Hobbit war schon weg. Stattdessen gingen wir zu ihm. Aber hier kann er uns nicht finden, oder? Kann sein Auge durch elbischen Nebel sehen? Ich wollte probieren, ob das geht. Und es funktioniert tatsächlich. Der Hochkrabbelweg wäre natürlich viel einfacher gewesen. Oh, die armen Füße, ey. Ich war jetzt wieder bei der Fußpflege. Ich habe so gelitten. Deswegen tun mir immer die Füße leid, wenn ich irgendwas sehe. Oh. Gesichter. Da sind Gesichter. Sie starren uns an. Hab keine Angst. Sie werden dir nichts tun. Dies ist der alte Weg unserer Vorfahren. Der verblichenen Mitglieder der Familie unseres Königs. Jede Kerze brennt für eine Seele, die uns verlassen hat und niemals wiederkehrt. Grendel, auch sein Gesicht muss dort oben sein. Kannst du es sehen? Oh nein, seht uns nicht an. Geht schlafen. Bitte, kannst du es versuchen? Ich würde aber lieber erst seltsamerweise den anderen Weg mal gehen. Sorry, dass ihr jetzt mit mir hier nochmal langkraxeln müsst. Achso, es geht wahrscheinlich gar nicht. Doch. Ja, was war das denn? Wo sind wir? Darf man hier sein? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das jetzt hier so praktisch ist, wenn wir hier sind. Hä? Ah! Okay, dann kraxeln wir halt nicht zurück. Auch okay. Gesichter. Da sind Gesichter. Sie starren uns an. Hab keine Angst. Sie werden dir nichts tun. Dies ist der alte Weg unserer Vorfahren. Der verblichenen Mitglieder der Familie unseres Königs. Jede Kerze brennt für eine Seele, die uns verlassen hat und niemals wiederkehrt. Tut mir einen Gefallen, ja? Grendel, auch sein Gesicht muss dort oben sein. Kannst du es sehen? Oh nein, seht uns nicht an. Geht schlafen. Bitte, kannst du es versuchen? Grendels Gesicht. Von hier. Aber Smirgol hat versprochen zu helfen, nicht wahr? Ja, das hat er. Diese Lichter gehören den Toten. Und Grendel lebt. Oder etwa nicht?
gehe und lüge darüber. Sie wird nichts ahnen, nicht löschen. Also sie sagen ja alle, dass er tot ist. Belügen. Gregor hilft immer, ja. Er löscht das garstige Licht für May. Boah, das ist echt schön hier. Hast du es gelöscht? Ja. Aus, tot. Smeargol hat's versprochen. Danke. Ich weiß, das war beängstigend für dich. Nein, Smeargol hat keine Angst. Boah, hier sieht das Wasser aber echt schön aus. Allgemein irgendwie alles voll schön aus. Ein paar Trauerweiden noch. Ach, hier ist der Turm. Und da drüben für ein Gebilde. Hier niemand ist. Wir sind am Tor. Da unten sind noch mehr Elben. Folge dem Barnabo. Er wird dich zurück ins Innere führen. Sei vorsichtig. Okay. Also wir können doch hier nicht einfach hochlaufen, das wäre jetzt so einfach, oder? Nee. Ich habe mir heute Fahnen gekauft. Nur mal so am Rande. Das ist ja jetzt interessant. Gollum, wo bist du? Gollum, hallo. Wir fallen. Blub. Gollum? Where are you? Sie werden dir nichts tun. Dies ist der alte Weg unserer Vorfahren. Der verblichenen Mitglieder der Familie unseres Königs. Jede Kerze brennt für eine Seele, die uns verlassen hat und niemals wiederkehrt. Tut mir einen Gefallen, ja? Grendel, auch sein Gesicht muss dort oben sein. Kannst du es sehen? Oh nein, seht uns nicht an. Geht schlafen. Bitte, kannst du es versuchen? Wo ist denn Grendels? Dieses Gesicht sieht aus wie das in den Räumen des Rätselmeisters. Du hast ihn gefunden. Das ist gut. Jetzt mach das Licht aus.
warum wir? Smeargol will weg von hier. Aber Smeargol hat versprochen zu helfen, nicht wahr? Ja, das hat er. Diese Lichter gehören den Toten. Und Gwendol lebt. Oder etwa nicht? Ach, jetzt geht's darum, wie ihr vertrauen oder nicht. Was gelöscht? Aus, ja. Grausames Licht kann uns nicht mehr quälen. Danke, Smeargol. So, jetzt nur mal ein bisschen aufpassen hier. Da unten sind noch mehr Elben. Folge dem Bach nach oben. Er wird dich zurück ins Innere führen. Oh. Sei vorsichtig. Nein, und wir wagten nicht zu fragen. Er war wütend. Sie wissen nicht, dass wir hier sind. Tja, man soll sich nicht in ihre Angelegenheiten einmischen, aber... Ich glaube, ich komme jetzt darüber. Das Wasser lädt gerade nicht, glaube ich. Das Wasser lädt nicht. Muss ich aufpassen hier, dass ich nicht ins Anführungszeichen Wasser falle. Aber wir können mal gucken, wie es unten aussieht. Guck mal, so sieht das unten aus. Ich glaube, da müssen wir runterrennen. Kann das sein? Oh oh. Du siehst uns nicht. Geh weg, bitte. The Water ist nicht da. Wieso ist die Musik hier so nett? Okay, jetzt mal aufpassen. Niemand! Wo ist er?
Lass mich! Nein! Gesichter. Da sind Gesichter. Sie starren uns an. Hab keine Angst. Sie werden dir nichts tun. Dies ist der alte Weg unserer Vorfahren. Der verblichenen Mitglieder der Familie unseres Königs. Jede Kerze brennt für eine Seele, die uns verlassen hat und niemals wiederkehrt. Tut mir einen Gefallen, ja? Gwendol. Auch sein Gesicht muss dort oben sein. Kannst du es sehen? Oh nein, seht uns nicht an. Geht schlafen. Bitte, kannst du es versuchen? Dieses Gesicht sieht aus wie das in den Räumen des Rätselmeisters. Du hast ihn gefunden. Das ist gut. Jetzt mach das Licht aus. Warum wir? Smirgol will weg von hier. Aber Smirgol hat versprochen zu helfen, nicht wahr? Ja, das hat er. Diese Lichter gehören den Toten. Und Gwendol lebt. Oder etwa nicht? Smirgol hilft immer, ja. Er löscht das garstige Licht für May. Hä? Er hat echt Licht ausgemacht? Okay, hoffen wir mal, dass wir jetzt irgendwie da durchkommen. Hast du es gelöscht? Ja, aus Tod. Smirgol hat's versprochen. Danke. Ich weiß, das war beängstigend für dich. Nein, Smirgol hat keine Angst. So, mit dieser Aussicht werden wir die Folge beenden. Drückt die Daumen für morgen, dass wir hier durchkommen. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.